Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. Heute in der Folge, ja, möchte ich gerne mal eine Quest anfangen zu erledigen. Und zwar, jupp, Autosave war klar. Das mit den Wasserdingern hier. Die hier mit den 5000 Gold mit Wasser einnehmen. Da brennt schon ein bisschen Wasser durch. Und ihr habt gesehen, ich habe gerade wieder, was habe ich gerade eingesammelt? Silber. Ja, und ihr seht, die Kisten laufen einfach voll bei mir, denn ich habe offscreen ein bisschen was gefarmt und auch hergestellt, damit wir heute teilweise die Wasserproduktion automatisieren. Leider geht es nur für Wassereimer. Ich habe gerade eben schon getestet, deswegen ja, habe ich hier auch schon so viele unterschiedliche Sachen drin. Voll und ganz automatisieren kann man es leider nicht. Es geht leider wirklich nur mit ja, Wassereimern. Ich habe versucht, die in den Pott zu werfen und darin lutschen zu lassen. Geht leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen was ja, machen, um die Wasserproduktion trotzdem zu automatisieren. Und jetzt muss ich eigentlich nur die perfekte Höhe finden, ne? Das ist zu hoch. Ja, hier wäre es eigentlich richtig geil und wir werden es auch hier machen, ne? Ganz kurz, der muss weg deswegen, ne? 1, 2, 3, 4. Das reicht aus. So, wir brauchen die Brunnen. Ich hätte es auch in die andere Richtung machen können. Ich werde die Belt sowieso bestimmt nochmal abreißen dürfen, denn ich will nicht so einen langen Weg immer zum Container haben. Da bin ich etwas sehr bequem. So, 1. Dann Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, ich will es ja in die andere Richtung machen lassen. Also kommt das da einmal weg. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und der kommt. Kommt ans andere Ende. So. Okay, die stehen einfach mal im Weg. Geil. So, die 5. Hallo? Ne, die 5 habe ich ausgewählt. So. Und so, jetzt können wir die 6 auswählen. So, das noch weg und das hier hin, dann der Container. Warum ich jetzt hier noch eine Belt mache und nicht gleich direkt den Container, werde ich euch auch gleich zeigen. Ne? Jetzt werden wir hier erstmal eine Wand hinsetzen, ne? Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Dropper. Ja. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Dass sie mir so einen Spaß hier verursachen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, die ersten haben wir schon mal. So.
So. Nein! Ey, ich reiß dich noch mal ab, wenn es sein muss. Ich glaube sogar mit den zwei Brunnen wird das gar nicht klappen, so wie ich mir das vorstelle. Der ist auf der Nummer 5. Der muss auf jeden Fall mal ein Stück nach hinten. Oder wir setzen den einfach mal hier hin. So. Dann brauche ich die 7 wieder. Oh, der muss noch ein Stück gedreht werden. Lol. Machen wir das halt von der Seite. So. Die 7. Nummer 6. Einmal dahin. Ja, und die Wassereimerproduktion, die läuft. Mal reingucken. 23 Stück haben wir schon. Läuft, läuft hier. Ja, so lassen wir das jetzt, denn rauspushen aus dem Ding kann ich es leider nicht. Ich kann es auch nicht direkt in den Pott gehen lassen, um daraus Wassergläser zu machen. Der macht nur Essen. Wie sich das mit dem Teil verhält, könnten wir ja mal ganz kurz testen, ob man das da rein lutschen lassen könnte, rein theoretisch. Wir gucken mal. Ich habe ja ein paar Wassereimer hier. Ne, ihr seht, der saugt das nur bis dahin. Und das war's. Also, ja, wir müssen das dann selber durchbrennen. Aber das soll uns nicht stören, denn das werden wir alles dort machen. Deswegen habe ich auch den Markt im Inventar, den werde ich dort da aufbauen und dann wird dort hauptsächlich nur das Wasser verkauft. Und dann, ja, ich brauche ein paar Bodenplatten. Die haben wir hier. Ansonsten bräuchte ich noch was, eigentlich nicht, außer das hier. Und eventuell nochmal drei solche Pots. Dass wir da gleich 4 Stück auf einmal haben. Ich muss es leider dort machen. Ich könnte es auch hier vorne machen. Aber erstens, es würde nicht so schön aussehen. Und zweitens, hier, wenn ich mir jetzt hier einen Brunnen hinstellen würde, das würde einfach nicht klappen, weil der kein Wasser zieht. Deswegen muss ich es wohl oder übel da hinten machen, weil dort, ich sag mal so, die Bodenbegebenheiten von der Fläche, dass da die Bells halt direkt schön interagieren und nicht im Boden verschwinden, ist halt einfach nur geil. Man kann es besser bauen, natürlich, aber ich bin ich und ja, ich werde das auch so weiterhandhaben, wie ich das möchte. So, nee, genau. Ganz kurz ein paar Wände hinbauen, dass hier, falls mal irgendwelche Tierchen kommen sollten, dass alles ein bisschen safe ist. So, Pot 1, Pot 2. Ah, komm. Pot 3. Und Pot 4. Ja. Einfach nur rausnehmen und dann schön hier reinhauen. Boah. Das war's dann aber auch schon. Genau. Der Markt muss ja hier auch noch hin.
So, stellen wir den hier einfach hin. So, die 5. Das kann erstmal wieder alles raus jetzt. Da ist der Markt. Die 8 ist das. So, da kann man auch das erste Wasser eigentlich schon verkaufen. Ja, ihr seht, 8 Gold, hier Zähne, wieder Zähne und normales Wasser bringt auch nochmal Zähne. Warum bringt das Cracked Wasser so wenig? Aber egal, wir werden viel brauchen. Sehr, sehr viel. Ja. Das lässt also auf sich warten, kann man so sagen. Ich werde dort aber noch ganz kurz eine, okay, eine Dingschen bauen, so eine Schräge, dass ich da nicht immer springen muss. Einmal hier. Entschuldigung, hab kurz aufs Handy geguckt. So. Ja. Das ist also die automatische Wasserproduktion, würde ich sagen. Ach, das Schönbauen mache ich dann später irgendwann mal. Ja. Machen wir jetzt noch in der restlichen Folge. Was machen wir jetzt noch? Zum Herstellen habe ich gerade nichts. Wir können ja gleich mal gucken, wie viele Batterien ja, wieder da sind. Das und das dahin. Und ich werde mir jetzt eine eigene Batteriekiste hier mal machen. Und ich habe rohes Fleisch, was man natürlich auch durchbrennen. So. Und da oben habt ihr das gesehen. 38 Gold gerade mal verdient. Und ich ahne es, hier fehlt wieder ein Schäfchen. Oh Mann. Ist eine ordentliche Anzahl an Batterien, würde ich da mal sagen. Was mache ich denn jetzt? Ne, hier, das da. Wir haben aktuell 570 Batterien. Holy shit. So, das lassen wir einmal waschen, ne? Und ich brauche wieder ein Schäfchen. Das wird jetzt aber auch das letzte Mal sein, dass ich das Schafe oder ein Schaf reinschmeiße. Na. Jetzt wirst du. So. Denn angesichts, wenn es darum geht, Batterien, haben wir echt erstmal mehr als genug. wir können jetzt noch versuchen. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Pokebälle. Nö, hab ich nicht. Was brauchen die, ne? Da kann man nämlich da oben noch eine Kuh und einen Bär fangen. Pokéball, 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 Pokéball. Da. Sand und Eisene. Da gönnen wir uns das doch mal. Das müsste genau. Gucken, wie viel wir schaffen, herzustellen. Oh, 35 läuft. Au, das war laut. So, hier ist wieder Wasser zum Verkaufen. So, der restliche Sand und alles kommt erst einmal wieder hier rein.
Die Bauutensilien, die packe ich jetzt auch erst einmal weg. Das. Die werden wir dann im Nachhinein noch brauchen. Achso, ihr habt sie hier auch schon gesehen. Ich bin halt immer mal wieder ein bisschen aktiv und kümmere mich da ums Essen, ne? Und wenn wir mal nicht hier, sondern hier reingucken, also ich könnte gut Geld machen jetzt mittlerweile schon wieder. Aber irgendwo will ich das auch nicht, denn ich will noch mehr Geld. Das klingt zwar jetzt, als ob ich hier totaler, als ob ich total geldgeil wäre, aber ja. So, da ist eine Kuh. Level 9. Level 7. So. Einmal die 8. Bleib stehen. Sag mal. Ey, was ist denn hier los? Jetzt. Sage mal, was bist denn du für ein störrisches Biest? Bleib jetzt mal da drinne. Ey. Ja, letzter Versuch, dann ist die Kuh tot. Wow. Das hat's ja jetzt vollgebracht. Oh, bitte bleib du wenigstens drinne. Ja. Da haben wir die Kuh gefangen. Na los, du kommst auch noch mit rein. Da haben wir gleich zwei hier. Da könnte ich sogar eine Milchproduktion machen. Und ein Bär. Einen Bär. Ja. Ich weiß, dass hier oben gerne mal einer rumpümmelt. Ich habe ihn auch schon gesehen. Da ist er. Nein! Okay, auf zum nächsten Bär. Nee, nicht XM ist Map. Wir müssten hier eigentlich noch einen Bären haben. Oh ja, komm, Ausdauer ist wieder am Arsch. Ach Mann. Da renne ich, da hinten ist... Ach so, genau. Ja, ne? Dieses Ding, dieser Container, der war schon einmal komplett randvoll. Einfach nur, weil ich nicht drauf geachtet habe. Deswegen habe ich auch so viel Silber. Das können wir also demnächst abreißen und auf irgendeiner anderen Map aufbauen, wo wir, keine Ahnung, Titanium oder was weiß ich alles an so einem Erzvorkommen haben. Und ja, dann werden wir dort erstmal schön die Erze abfarmen lassen. Kupfer brauchen wir ja nicht. Das kriegen wir ja en masse, wenn wir einfach so eine Map erkunden und das Kupfer abfarmen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich mir für jedes Erz nochmal eine zweite Extrakiste anschaffe oder nicht. Oder ob ich ja das so eins als Einzelkiste lasse. Mal schauen. So, Bär. Da drüben sind nur Krokodile. Das ist nicht gut. Aber da hinten kommt nochmal ein Dungeon.
Ansonsten gehen wir auf die Startmap zurück und fangen uns dort die zwei Bären. Was ich vielleicht hätte auch machen können. Aber da habe ich Angst, dass ich die mittlerweile one-hitte. Wie weit noch? Oh, sind gleich da. Ja, da oben ist es. Und da ist ein Bärchen. Sehr nice. Hi, Bär. Na, lass dich doch noch mal hauen. Und noch einmal. Nice. Jo, und wir haben eine Quest komplett erledigt. Ich will aber jetzt noch einen zweiten Bären haben. Wir gucken mal ganz kurz. Welche war das? Diese hier gibt in ein Inventory-Platz für Usable. Nice. Und das ist der Bär. Bleibst du stehen? So. Und wir haben den zweiten Bären. Sehr nice. Ich habe jetzt noch 6 Pokébälle. Und ja. Die werde ich mir aber für irgendein anderes Tierchen aufheben. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.